Wo hängst du? Und Manuel, komm mal wieder hoch zu mir, ey. Ich bin doch bei dir, du Ficker! Ich will in das scheiß Boot rein, das geht aber nicht. Das ist doch meins, da sitze ich drinne. Ach so, ich sehe, da ist es leer bei mir. Da ist einfach gar keiner drinne. Das fährt von alleine. Das ist so ein... da ist der fliegende Holländer. Fahr nicht gegen mich, Bam. Du bist... Ich glaube, wir werden nie wieder zurückkommen. Ich werde hier strand jetzt auf so einer Insel und verdummen einfach so zu Steinzeitmenschen. Geil. Hier unten sind so Unterwasserdinger. Ist da irgendwas drinne? Stimmt, Alter, hier, komm, wir nehmen mal für die Wolle von den Luftballons. Stimmt. Da war ja ein Luftballon. Da ist ein Unterwasserwrack, das gehe ich ganz kurz begutachten. Ich bin so ein kleiner Entdecker, ich stehe ja auf sowas, ne? Mein Opa war ja auch Pirat im Kalten Krieg. Der hat den Leuten immer ihre Äpfel geklaut. Das war so ein richtiger Räuber. Der ist jetzt. Manu stinkt nach Kot. Und Revi findet das ganz gut. Und lutscht mir dann den Sack leer, Alter. Macht er wirklich, der Ekelhafte. Ich habe das Gefühl, dass ich hier ertrinken werde. Ey, Jungs, kommt mal hier runter zu dem scheiß Schiff, Mann. Nein, wir wollen doch rote Rolle. Das ist unser Ziel. Nö, ich will Pirat werden. Du bist doch ein Jocker. Du bist doch ein Popo-Pirat. Ich geh jetzt weg von dir. Du kannst mir mal einen Sandu essen. Okay. Tschüss. Da ist Revi. Ich geh zu Revi. Toll, in der Kiste ist einfach mal gar nichts drin. Schwulen Schwuchtelpiraten haben Wetten alles mitgenommen. Wieso reicht die Mucke weg? Ich will die Musik hören. Ich habe die Musik hier bestellt, also bist du mir schon was gespielt. Ja, ich mach die jetzt eben wieder an, was soll das für eine Scheiße? So, Mutek. Malte! Wo hängst du? Und Manuel, komm mal wieder hoch zu mir, ey. Ich bin doch bei dir, du Ficker! Ich will in das scheiß Boot rein, das geht aber nicht. Das ist doch meins, da sitze ich drinne. Ach so, ich sehe, da ist es leer bei mir. Da ist einfach gar keiner drinne. Das fährt von alleine. Das ist so ein... da ist der fliegende Holländer. Fahr nicht gegen mich, Bam. Du bist. Komm, wir fliegen, komm ihr mit. Captain Gay hat den Plan. Ja, wir müssen aber zum nächsten Ballon die rote Wolle holen. Nein, lass doch mal jetzt irgendwas fahren. Wir brauchen doch die rote Wolle. Wofür? Ach, für ja, den okay. Paulo-Tunnel, Alter. Ja, dann suche ich jetzt hier noch einen Ballon. Da da bi di ba do. Left, right. Ah, oh, yeah. Fuck me hard. The ass. Ah, da ist schon Malte dran an dem. Guck mal, der Bandit. Nimm den einfach auseinander, ey. Wie einfach in dem Boot niemand sitzt. Ja. Steig mal aus, Manuel. Okay, warte gleich an dem Ballon. An dem Ballon gehe ich dann, okay? Da steig ich aus. Ne, da gehe ich jetzt hin. Fick dich. Da gehen wir zusammen. Lol, da kommt aus dem Boot einfach aus dem Nichts irgendeiner raus. Du bist ein Zauberer, hab ich doch. Geht doch. Ich fahre einfach. Ihr wisst schon, dass ich einfach irgendwo hinfahre gerade, ne? Ja. Hier ist eine Insel, Jungs. Sollen wir nicht hier so ein Pimmel oder sowas bauen? Irgendwas, damit die Leute sich an uns erinnern? Ja, da, ich hab noch einen Ballon gefunden, aber ich habe keine Schere dabei. Habt ihr Eisen? Ja, du kannst das mit der Hand machen, ey. Das dauert 1000 Milliarden. Das stimmt, aber es macht Spaß. Ja. Halt dich für ein Gerücht. Es bockt richtig, ich sag dir das. Power, Digga, geil, ich feier das, ja. Ey, das ist so, fast so der geil. Der Button, der schlägt wieder zu. Bis gleich, Leute. Das ist fast so geil wie das neue Max Terra, Ja, gar nicht, feier das auch. Weißt du, was ich noch? Was feierst du denn noch, ey? Schwule, die sich ankacken.
Ja, geil. Boah, Junge, unser Docking-Tunnel wird so königlich, Alter. Das ist richtig geil. Das wird der. Das ist auf jeden Fall das Projekt, was wir jetzt haben. Das wird unser kleines Megaprojekt, so im Megaprojekt. Das erste Megaprojekt war die Wasserrutsche mit Concrafter. Aber die gibt's ja jetzt nicht mehr, ey. Ja, die wurde leider vom TÜV nicht abgenommen. Ja. Dann hat der TÜV einfach mal gesagt, ja, da haben sich aber Kinder an Fußnägeln von anderen Leuten verletzt. Ah, Alter. Boah, ich hab echt mal überlegt, so richtig asozial, kennt ihr den Film Das kleine Arschloch, ja, ne? Ja, ja. Kennt ihr das, wo der Opa so am Sterbebett sagt und so sagt, ich habe euch jeden Morgen die Fußnägel ins Müsli geschnitten. Ja. Boah, das würde ich gerne mal bei irgendwem machen, einfach nur. Meint ihr, dass das fällt auf, wenn da Fußnägel in der Milch sind? Weil die sind ja schon hart, ne? Das Eklige ist, wenn du das irgendwie klein raspelst und jemandem ins Trinken machst, dann stirbt der einfach daran. Echt? Ja. Warum? Weil man das irgendwie verdauen kann, weil... Aber es gibt auch Leute, die kauen an Nägeln, die kriegen das ja auch. Ja, kauen ist okay, aber nicht Pulver, also wenn du es drin Pulver reibst. Ich weiß zwar nicht mehr warum, aber auf jeden Fall ist es mega ungesund. Und man kann von sterben. Deswegen haben die früher im Krieg immer, also gerade jetzt so hier Südtirol und Italien, da haben sie sich immer gegenseitig ihre Fußnägel reingeraspelt. Die Hurensöhne. Sitzen sie da mit der Käsereibe und raspeln sich einfach ein vom Tisch in die Bar. Wieso noch ein bisschen dieser Scheiß so gammelig nur auf? Noch ein bisschen Parmesan? Ja, nee, Fußkäse. Wo? Okay. Auf welchen Cordys bist du, Rewe, du Ficker? Ich bin bei minus 500. Da ist noch ein Ballon. Da ist noch ein Ballon, aber der ist rosa. Ich bin bei minus 570. Minus 877. Und wie viel Wolle brauchen wir jetzt eigentlich, mal schätzungsweise? Also wenn wir es nicht überall haben wollen, sondern nur so eine Bordüre quasi, dann reichen, glaube ich, so 3 Stacks. Ja, ich habe jetzt fast einen. Und dann als weißes, weiß soll der Teppich sein, oder? Nein, der Teppich ist rot, oder? Auch rot? Ja. Ich dachte, wir machen die Wände und die Decke rot und den Teppich so weiß. Nein, wir machen die Wände so mit so Holzbalken so drin, für den stilistischen Akzent, weißt du, dachte ich so. Ich habe da schon so einen genauen Gang, ich vor mir in Augen, weil ich bin ja altbekannter Nuttenpreller. hab das ja studiert, Nuttenprellerei. Mensch, hier, ich geh mal zurück zu unserem Grundstück und fang schon mal damit an, irgendwie was auszukleiden, weil das mega langweilig ist. Ja, ich komme jetzt auch direkt nach. Ja, das war wohl nichts mit unserer großen Farming-Tour, ne? Das ist schon wieder die Motivation? Nee. Lass mal nicht. Ich hab 1,5 Stacks, passt schon. Ich hab jetzt auch 3 Stacks. Das Manuel ist richtig fix, ne? Ich hab auch 64. Du hast gar nichts bestimmt. Ich hab 70 Wolle. Was für Wolle? Ja, rote. Schwör? Auf mein linkes Ei, dass es abfällt. Oha, okay, dann ist gut. Mensch, aber Vincent, du bist hier immer wieder zum Spaß. Alter. Mensch, Vincent. Ich aber bin nicht Vincent. Wie gefällt dir das eigentlich, dass du Vincent heißt und der Typ, den wir verarschen, auch Vincent? Ja, ist echt traurig, ne? Das war ja früher beim alten Kanal immer so, wie heißt Rewe denn jetzt wirklich? Da habe ich immer alle Leute getrollt. Jetzt wisst ihr, ich bin der Vincent. Aber nicht der Mensch Vincent, sondern ich bin nur der Vincent. Ja, er heißt einfach nur Vincent, aber er ist nicht der Vincent, der sich hinter den Autogrammkarten und so verbirgt. Genau. So ist es. Ich bin nämlich der Sonder-Vincent. Der Sonder-Vincent. Sie nennen mich Mr. Sonderbar. Boah, ich muss pissen, Alter. Ja, gönn dir. Hast du eine Flasche irgendwie in der Nähe, dann kannst du einfach da reinpissen. Warum lachst du? Wo ist das Problem? Gönn dir. Ja, gegenüber von mir sitzt eventuell ein so ein Typ. Kennst du den? Nee. Ja, das ist okay. Dann ist das doch okay, hey, ja, hier. Ich habe nur darüber gelacht, dass Manuel pissen muss, weil ich schon vorher gesagt habe. Ja. Wie heißt das aktuelle Lied im Hintergrund? Das ist von King Tupac. Approaching Level. Nirvana 305. Das ist von Levels Avicii. Das ist von British House Mafia. Wie so behindert. Guck mal, Rewe, das ist der übertriebene Cockblocker. Stell dir vor, ein Kollege oder so spricht irgendein Weib an einem Club und da kommst du einfach an und sagst, Instant um. Sie hängt einfach schon an seinem Schwanz und, oh, ja, ich will gleich mit dir Analverkehr haben und dann du einfach,
Völlig, oh ja, ich will euch mit dir einen Analverkehr haben. Du übertreibst es auch direkt. Boah, ja, kack mir in den Mund und piss mich an. Oh. Okay, gerne. Kennt ihr den Film Nackt, Hackt und Angekackt? Nee. Das ist das Beste. Nur den Titel. Der, ich würde den gerne mal gucken. Der beste Porno, den es übrigens gibt, ist Kasimir der Kuckuckskleber. Das ist ein Porno aus den 70er Jahren. Das ist ein alter Opa. Der kommt an und klebt über diesen Kuckuck drauf und dann poppt er die Alte einfach. Das ist so ein Kuckuck. Den gibt's wirklich. Oh, der hat mein Vater mir zum 7. Geburtstag geschenkt. Seitdem bin ich so verstört. Ich dachte, dein Vater hat zu deinem 7. Geburtstag seinen Schwanz dir geschenkt, Alter. Ah, auch, der hat eine Schleife drum gemacht. Nein. Und eine Rose rein. Jetzt wird echt ein bisschen sehr krank. Und eine Rose rein, Alter. Eine oben rein? In die Kuppe. Bah. Geil, ohne Spaß. Das ist nicht. Nein. Also, du kannst doch Domian, ne? Ja. Da rufen ja immer so komische Leute an, die sagen, hey. Aber die sagen nur ey, das war's. Du, aber was soll das denn schon wieder? Mensch, Vince. Schon wieder so ein Anruf. Wie soll ich denn damit umgehen? Auf jeden Fall hat er so, so eine Tusse angerufen, ne? Ja. Meint dann so, ja, hier zu meinem Valentinstag bin ich so nach Hause gekommen. Also zum Valentinstag bin ich nach Hause gekommen und da hat halt so ein Typ. Hat einfach, wie ist der doch? Also ihr Freund hat sich dann einfach eine Rose in den Pimmel gesteckt. Ne? Und das Beste ist einfach noch, der Typ hatte einfach noch Dreadlocks und war so ein Öko, hat die gesagt, ne? Kommt mir also, irgendwie, hieß die Katie? Ich glaube, der Freund hieß Simon oder so. Ach so. Ich bin mir nicht sicher, ne? Ja, das ist dann, der ist doch hier auf meinem Video unterwegs, ne? Ja, ja. Der hat doch diesen Kanal, unrasiert. Ja. Wo der über haarige Alte spricht. Ja, auf jeden Fall, ne? Hat der sich halt eine Rose in seinen Pimmel reingerammt. Wirklich in den Hahnleiter, ne? Und dann chillt er da mit Rick Ross. Wartet so auf die, zeigte das. Und dann wollten die Rose wieder rausholen. Aber dadurch, da sind ja Dornen dran und der hat die ja nicht so schön glatt abgeschnitten. Wieder Haken pipapo nicht mehr rausbekommen, ne? Mhm. Da mochten die einen Krankenwagen rufen. Och nein. Guck mal, wie das wird immer peinlicher. Die mussten einfach einen Krankenwagen rufen und dann sagen, ey, yo, ich hab hier einen Rosa an meinem Penis. Und das war halt irgendwie so krass. Hätte das noch so, keine Ahnung, 2 mm weiter reingerammt, ne? Hätte das 2 mm weiter reingerammt, wäre impotent geworden. Nein. Da. Jetzt sehen wir nochmal was anderes. Wie tief willst du die Scheiße machen? Ich wollte jetzt die Falle eigentlich schon auf die Ebene machen, die ich. Ja, ja. Ja, ich komme jetzt erstmal zu. Machen wir jetzt, dass man da mit einer Leiter runtergeht. Aber ich fände das viel geiler, wenn die Eingänge dieser Teile im Haus sind, oder? Ja, ich habe kein Haus, du unterwegs. Du hast ein Haus? Ja, halt dein Maul, als ob ich darin wohnen bleibe, ich bitte dich. Den Eingang zu ändern ist ja noch scheißegal. Ja, ja. Lass uns also erstmal das Ding machen. Genau, dann machen wir erstmal den Weg jetzt, ey. Erstmal den Liebestunnel. Den Liebestunnel. Wir treffen uns dann auch immer da, ne? Wenn wir so irgendwie dealen müssen oder sowas. Da oben fliegt Venikraft. Genau. Oh, der ist außerhalb der Stadt. Wenn er mich jetzt tötet. Hier. Wir gucken mal in den Zwischenstand. Es gibt noch 250 Subs. Kriegen wir die vor 21 Uhr hin? Wenn jetzt alle mal hingehen und Revinzeit hier youtube.com/user/Revinzeit abonnieren, dann ja. Und dann, würde ich sagen, können wir auch hier nur ein bisschen Action starten. Action, Action. Verpiss dich mal, Veni. Da will dein Nudel. Der will mich töten. Wenn wir es so auskleiden, wird es auf jeden Fall nicht reichen. Echt nicht? Nee. Wie willst du das denn auskleiden? Erstmal den Boden. Erstmal den Boden machen, genau. Ups. Wie viel hast du noch? Ich hab nur noch einen Stack. Ich hab 2 Stacks. Oh, ich bin zu Hause, was ist da los? Nee, wie viel hast du noch? Ich? Machen wir erstmal die mit dem Mittelstreifen machen. Damit. Mhm. Dann gucken wir, wie viel wir noch übrig haben. Jetzt machen wir das einfach aus schwarzem Scheiß. Was sind denn die Glowstones? Ist das die Stadtgrenze oder was ist das? Nein, die Glowstones sind einfach von uns. Kann ich die abbauen? Nein, wir haben die extra dahin gemacht, du Pischer. Ja, war mir klar, kann ich die auch extra abbauen.
Na, ich schick deine Mutter hin. Du willst das Creeper. Habt ihr schon wieder das verfickte Solar Panel zugebaut, ihr blöden Jockel? Nein. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Okay, dann war ich das. Guck mal bitte, guck mal bitte. Ey, ich kann mein Jetpack jetzt nicht mehr aufladen, du blöder Wichser. Mach's halt bei uns. Nee, ich schnorr keine Energie. Ich bin nicht Pakistan. Oh mein Gott, wie geil sieht das denn bitte aus? Ja, ne? Das ist der Liebestunnel, Alter. Wir müssen aber noch so ein paar Akzente mit weißer Wolle setzen. Ja, oder mit irgendwas anderem. Hier, wie wär's mit Scheiße? Ja, geil. Lass mich mal riechen. Ich möchte übrigens sagen, dass Revi 20k gerade geknackt hat, ne? Ey! 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 Danke! Hat der wirklich